111 Forderungen stellen die Grünen österreichweit am 111. Frauentag und sie wollen damit vor allem ein Ziel erreichen, die völlige Gleichstellung, auch wenn der Weg dorthin noch weit ist. Das Burgenland hat an sich eine ambitionierte Frauenstrategie und auch eine engagierte Frauenlandesrätin, aber das darf man nicht verschweigen. Der engste Zirkel der Macht ist praktisch nur von Männern besetzt. Das heißt, hier bestimmen Männer darüber, was Frauen zu arbeiten haben und zu tun und zu denken haben. Und das ist keine gute Entwicklung. Aktuellstes Beispiel dafür ist der Umbau der mobilen Pflege. Erst nach der Präsentation durch den Landeshauptmann und den Landesrat werden die Pflegemanagerinnen zu Gesprächen eingeladen. Die Erfahrung zeigt, viel wird sich dann nicht mehr ändern. Und auch bei der Besetzung der Aufsichtsräte ist der Weg zur Gleichstellung sehr, sehr weit. In vielen Bereichen, wenn es um Technisches geht, um Energie, um Finanzen, wenn es uns wirklich, wirklich um viel Geld geht, da sind die Aufsichtsräte fast nur von Männern besetzt. Wir sehen, wir brauchen eine Frauenquote, damit die Frauen wirklich gut in den Aufsichtsräten vertreten sind. Noch im November hat die SPÖ den Antrag der Grünen für eine Frauenquote von 40% in den burgenländischen Aufsichtsräten abgeschmettert. Die neue Forderung der grünen Frauen, wer weniger als 50% Frauenanteil im Landtag hat, soll auch weniger Parteienförderung bekommen. Wir werden sehen, wie die anderen Parteien dazu Stellung nehmen. Zum Ausklang des Weltfrauentages werden schließlich im Eisenstädter Freiraum unter der Leitung von Elisabeth Mendoza, unserer Delegierten bei den Grünen Frauen Österreichs, feministische Texte gelesen und anschließend diskutiert. Eine Fortsetzung gibt es im April in Mattersburg.